So, bei dir alles klar, Ruben? Hörst du uns gut? Einmal frei. Super, so soll es sein. Also für euch kurz zum Verständnis, ist es wirklich eine hybride Session, weil nämlich Ruben tatsächlich ja zugeschaltet ist. Deswegen gucken wir mal, wie das am besten funktioniert alles. Was ich euch empfehlen kann und unbedingt auch ihr tun solltet, nutzt bitte einen Second Screen nach Möglichkeit, damit man euch, genau, Harald macht es vor, wir haben schon die Rechner auf, damit man euch auch sehen kann. Das ist immer sehr zu empfehlen und auch hören kann. Also hören tut man euch hier auch über das Zentrale und über diesen tollen, schönen, weichen, sanften Würfel. Egal, wo ich den hinwerfe, es wird niemandem wehtun. Aber wer sich meldet und Lust hat, was zu sagen, was ich sehr begrüßen würde, der macht einfach, holt sich diesen tollen Würfel. Ja? Der hat das Mikrofon hier oben in der 6 drin und man spricht einfach hier rein. Ich hoffe, ich erzeuge keine Rückkopplung. So. Also liegt in der Mitte. Genau, und ansonsten wäre es schön, wenn man euch natürlich auch in der Kamera in der Online-Session sieht, weil wir kennen ja das Motto, wenn es eine Online- oder wenn es eine hybride Session ist, dann denkt an die Onliner, weil die fühlen sich sonst abgehängt. Super. Ansonsten schwitzen wir hier natürlich wieder mal. Nicht ganz so schlimm wie gestern, aber es kommt wieder ganz schön ran. Ne? Ja, Steffi hat euch zum Schwitzen gebracht. Sehr gut. War ja auch mega gut. Okay, super. Eine Minute vor Start. Ich sehe ganz viele Leute online. Ich sehe auch ganz viele Leute hier im Raum. Ich bin begeistert. Vielen Dank für die tolle Resonanz hier, dafür, dass ihr alle hier seid und Interesse habt. Und was wir heute geplant haben, der Ruben wird auch ein bisschen den Chat-Channel im Blick haben, den Discord-Channel, aber wir werden natürlich erstmal präsentieren. Insofern keine Sorge, Ruben, das eilt nicht. Wir werden das alles mitverfolgen können oder es wird Handhebungen im Teams-Meeting geben. Ihr könnt euch jederzeit auch entmuten, auch die Onliner. Bitte gebt Bescheid, wir kriegen das dann auch mit, wenn ihr die Handmeldung habt. Genau, der Temur hilft mir hier, der ist neben mir und ist der Session-Buddy hier. Vielen Dank, dass du uns hilfst. Und würde ich sagen, können wir auch starten. Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Session. Ich share mal meinen Bildschirm jetzt. Screen ist am besten. Genau. So. Ich hoffe, ihr könnt alle den Bildschirm sehen. Ja, das sieht gut aus. Den Devices. Hier vorne auch. Es wird so sein, dass hier das Bild nicht ganz so schön ist. Also wenn ihr aus der Ferne guckt, deswegen ist auch der Second Screen zu empfehlen. Manches wird ein bisschen zu klein sein, deswegen, wenn ihr einen eigenen Bildschirm habt, nutzt ihn gerne. Dann könnt ihr es besser erkennen. Unsere Session heißt Auf dem Weg zur lernenden Organisation, Social Learning Initiativen bei DATEV und bei Conti. Wir haben gedacht, wir machen das zusammen. Wir haben gestern schon uns gebettelt. Vor allen Dingen Latti und Ruben haben sich ganz schön in die Haare gekriegt. Und wir haben gedacht, wir versuchen das mal ein Stück weit aufzulösen heute. Es wird uns vielleicht nicht vollends gelingen, aber wir können Lösungsansätze erarbeiten. Dafür gibt es auch auf unserem Concept Board, auf dem zentralen, was ihr sicherlich auch schon mal das eine oder andere Mal genutzt habt, öffnet das gerne. Wir haben dort einen kleinen Bereich für diese Session auch eingerichtet. Ich kann den auch mal ganz kurz zeigen. Das wird vielleicht ganz gut sein, damit ihr kurz seht, wo wir hier sind. Also, das ist der Bereich für unsere Assembly. Ich mache das noch mal ein bisschen kleiner auf dem Concept Board. Ihr seht, das ist relativ klein und man muss sich etwas hin navigieren. Ihr müsst zum Doku-Tag 2 und da gibt es dann unten in der Mitte, relativ gut in der Mitte, da wo die vielen Notizzettel sind, die ihr auch nutzen könnt, gibt es dann unseren Bereich, wo also die Sachen auch eingetragen werden könnten. Und wir haben es so aufgebaut, ihr ergänzt mich gerne, wenn ich was vergesse. Ne? Wir haben es so aufgebaut, dass wir zwei Präsentationsstränge haben sozusagen. Also einen Einstiegsteil, der von uns kommt, von Conti-Seite, wo wir ein bisschen erklären, wie wir Social Learning und Learning Circles bei uns eingeführt haben, aus der Top-Down-Strategie heraus. Und dann kommt ein kleines Brainstorming sozusagen, so ein 5 Minuten Denkpause für euch, weil das ja auch ein Impuls ist, den man erstmal sacken lassen muss, ja, für sich erstmal klar kriegen muss, okay, was habe ich jetzt eigentlich alles gehört? Da könnt ihr für euch Gedanken machen, auch ein bisschen was notieren oder auf dem Concept Board auch die Notizzettel nutzen. Da gibt es so einen Brainstorming Part 1, heißt der.
Das ist der für den Top-Down-Ansatz. Da könnt ihr gerne erste Gedanken einfach draufschreiben, reinklicken dann, wenn ihr unseren Impuls gehört habt. Und dann machen wir quasi so ein kleines Break, ne, und starten in euren Teil, in den Dativ-Teil, der dann so ein bisschen den Bottom-Up-Approach, die Graswurzelinitiative aufzeigt, wie Social Learning eingeführt werden kann. Und da haben wir auch wieder so ein fünfminütiges Sammeln, Denkimpulse aufnehmen und vielleicht auch ein paar Sachen reinschreiben, die ihr euch notieren wolltet. Und da gibt es dann diese zwei Fragestellungen, die da in der Mitte stehen. Die heißen, wie findet ihr denn den vorgestellten Ansatz und welche Herausforderungen und Chancen seht ihr dabei? Das wären so Denkorientierungsfragen, die wir für euch haben, aber natürlich erst, wenn ihr die Impulse gehört habt. So, und dann gibt es einen Abschlusspart. Da wollen wir uns mit euch austauschen über Vor- und Nachteile beider Ansätze. Wo seht ihr vielleicht, ja, Herausforderungen gegenüber dem einen oder wo sagt ihr, das passt für mich besser, auch aus meiner Sicht? Da können wir auch gerne in die Diskussion einsteigen, weil da geht es auch darum, dass ihr ruhig eure Meinung kundtun könnt, auch sagen könnt, nee, das passt mir überhaupt nicht oder das würde bei uns ja niemals klappen, da würden wir gleich aus der Managementrunde rausfallen oder wie auch immer, ne, wenn ihr das vorstellen wollen würdet. Also kurzum, in dem letzten Impulsteil oder in dem letzten Austauschteil wollen wir mit euch zusammen diskutieren, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht, wo gibt es Vor- und Nachteile. So, das ist der grobe Rahmen, die Leitschnur durch das Ganze, was wir heute geplant haben. Habe ich was vergessen? Ja? Passt alles? Okay, gut. Ansonsten sag gerne noch, nutzt jetzt die Chance, weil wenn wir dann erstmal in der Präsi sind, wird es dann schwieriger. Insofern fühlen sich alle abgeholt, auch die Onliner, alles gut bei euch? Gebt mal ein Handzeichen oder ein kurzes Unmute, ja, alles gut? Daumen geht hoch. Das klingt gut. Ruben, dann sind wir jetzt dran. Ich muss was machen, oh Gott. Ja, ja, du musst auch was machen, ich weiß, aber wir kriegen das schon hin. Natürlich, ach, das ist ein kleiner Spaß. Wir fangen mal mit unserer Social Learning-Initiative von Kontinentalseite aus an. Ruben, magst du kurz vielleicht nochmal was zu dir sagen? Du warst zwar gestern schon im Battle Talk, aber vielleicht magst du nochmal ganz kurz zwei, drei Worte zu dir sagen. Genau, ich bin jetzt gestern in zwei Funktionen aufgetreten, einmal als Wissenschaftler und wissenschaftlich Begeisterter und einmal als Vertreter der Social Learning Initiative bei Conti. Ich bin bei Conti seit 2020 angestellt als Global Learning Business Partner, damals Primus inter pares, also der erste untergleichen, und hatte dann unter anderem die Aufgabe, das Learning Business Partner Netzwerk bei Conti auszubauen, weil wir, wie wahrscheinlich viele von euch gesehen haben, Lernen ist kompliziert. Lernen involviert Technik, Lernen involviert Regeln und Abläufe und deswegen brauchen wir Profis, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt also, ich bin verantwortlich für dieses Learning Business Partner Enabling weltweit und abgesehen davon eben für Learning Design und Delivery Prozesse auf Group-Ebene. Und ja, seit 2020 direkt schon bin ich mit Marcel Kirchner im Austausch mit Marcel. Und seitdem sind wir eigentlich mit dem Thema Social Learning in diesem Learning Business Partner Enabling unterwegs. Genau, und wir sind nicht alleine. Natürlich sind da auch ganz viele, Enthusiasten mit auf dem Weg, wie Harald, wie Anja, wie Steffi. Also wir versuchen das immer weiter ins Unternehmen reinzupushen. Das ist tatsächlich ein bisschen graswurzelig, sorry, aber es ist so, weil man dann doch auch oft gegen Windmühlen kämpft. Aber andererseits versuchen wir es halt in die Learning-Programme zu implementieren. Deswegen haben wir gesagt, es ist schon eine gewisse Abgrenzung auch zu eurem Ansatz. Ne? Ihr stellt ihn später vor, ihr stellt euch auch dann nochmal im Detail vor, würde ich sagen. Meine Wenigkeit, ich bin seit kurzem bei Communications, seit 1. April, war davor in der Group IT tätig als Service Owner für SharePoint und Stream, also eher in dem ITSM-Bereich, also Service Management. Habe mich auch öfter mal mit Ticket-Eskalationen beschäftigen müssen. Und jetzt bin ich wieder back to the roots bei den Kommunikateuren und versuche dort die Communicators Academy mit aufzubauen und auch das Community Management mit zu fördern. Also ich bleibe auch bei den Herzensthemen und bin mehr in die Richtung gerutscht. Insofern freue ich mich, dass ich da tätig sein darf. Und deswegen ist auch Social Learning so wichtig aus unserer Sicht. Jetzt steigen wir mal rüber in die Hauptfolien. Natürlich kennt ihr alle diesen 70-20-10-Ansatz. Ne? Das war auch die Herleitung zu sagen, warum wir uns mit Social Learning beschäftigen müssen, weil wir immer gesagt haben, dieser Bereich On-the-Job-Training, der leitet uns
insbesondere aus dem mit anderen Kollegen lernen und mit anderen Kollegen sich austauschen, lernen und arbeiten zusammenbringen. Diese 20% leiten uns auch zu diesen 70% des Lernens, was wir eigentlich täglich im Alltag auch fördern und fordern wollen. Und diese 10% formale Trainings, die sollen natürlich nicht verschwinden, die sind wichtig, aber die sind halt ganz oft, lösen die diesen negativen Touch des Lernens im Unternehmen aus. Wenn man sagt, ach, jetzt muss ich schon wieder dieses Arbeitstraining machen, was einmal im Jahr erfolgen soll. Nein, wir Lernen ist viel mehr. Lernen ist arbeiten und lernen in Netzwerken, sich austauschen, voneinander profitieren, neue Erkenntnisse, Methoden, Formate und Tools ausprobieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen das stärker einerseits formalisieren und im Unternehmen verankern, andererseits aber die Leute auch mehr enablen, ihnen Angebote unterbreiten, dass sie das auch nutzen und nutzen wollen miteinander. Deswegen dieser 70-20-10-Ansatz. Und daraus hat sich dann auch schnell die Idee ergeben, was bedeutet eigentlich für uns Social Learning? Da haben wir damals, ich kann mich noch erinnern, auf der Global HR-Konferenz hatten wir dann einen Marketplace, ne? Der hieß richtig Social Learning Marketplace, wo wir gesagt haben, wir wollen den Leuten das mal näher bringen, was das eigentlich ist. Wir haben dann ein Kurzvideo gedreht, haben versucht, das ganze Thema begreifbar zu machen. Und dann ist bei uns intern im Connext, in unserem internen ESN, Enterprise Social Network, die Idee entstanden, lasst uns da einen Social Learning Hub aufbauen und lasst uns die Initiativen, die es schon gibt, und da gab es auch schon einige im Hintergrund, lasst uns die bündeln und zusammenbringen. So, und da gab es dann verschiedene Digital Role Model Programs, die schon relativ lange auch existieren, die auch von Anja und Steffi mit Harald im Zusammenspiel aufgebaut wurden. Die sogenannte DGP oder Digital Guide Community, in denen also das ganze Guide-Netzwerk aufgebaut wurde, in denen auch die Guides quasi eine Ausbildung durchlaufen haben, um zu Guides zu werden. Und dann gibt es auch die sogenannte D-Lab Community, die nennt sich eben Digital Leaders and Assistants. Da ging es vor allen Dingen darum, die Assistenzen mit abzuholen, auch den Führungskräften deutlich zu machen, warum ist es gut, mit und voneinander zu lernen in Circles, in Communities. Und das waren so quasi die ersten Vorläufer dieser Social Learning Initiativen. Obwohl es damals noch gar nicht Social Learning hieß, haben wir versucht, diese Netzwerke aufzubauen und damit selbstgesteuertes Lernen und Community Lernen zu fördern. Und dann gab es ein Pilotprojekt 2019-20. Da haben wir jetzt das erste Mal von Learning Circles als solches gesprochen und haben gesagt, okay, es muss im Zusammenspiel von IT und HR muss es eigentlich eine Initiative geben, die genau dieses Social Learning fördert, das Zusammenarbeiten in Circles und das mit LernOS-Leitfäden. Weil wir haben damals gesagt, es braucht irgendwelche Circle-Guidelines, es braucht eine Art Anstoßpunkt, eine Art Guidance, eine Hinleitung, wie man den Leuten erklärt, wie sie miteinander lernen sollten oder wie sie sich miteinander austauschen können. Also es war jetzt keine Vorgabe, es war eine Guideline, wie sie miteinander lernen können. Und dadurch sind die Learning Circles entstanden als Pilotprojekt. Und wir haben uns damals aus verschiedensten Quellen und Kommunikationskanälen bedient und haben gesagt, wir streuen das möglichst breit. Das heißt, wir holen einerseits Guides mit ins Boot, die Lust haben drauf, aber wir gucken auch in die Richtung der Akademien und der Learning- und Trainingsbereiche und versuchen eben, Interessierte zu gewinnen, die einfach mal das Ganze mit uns ausprobieren wollen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Oder, Ruben, ich glaube, da kannst du ein bisschen übernehmen und kannst sagen, bei dem Pilotprojekt warst du anteilig involviert, hast aber dann auch gemerkt, das brauchen wir eigentlich für den L&T-Bereich auch fester verankert, oder? Genau, beim Pilotprojekt war ich relativ peripher tangiert, also eigentlich raus, weil ich dann im Onboarding war. Aber ich habe deutlich schon sehr früh gesehen und auch noch bevor die Ergebnisse präsentiert wurden, dass das total sinnvoll ist. Ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass wir es noch nicht hatten, als ich angefangen habe. Und insofern war klar für mich, dass Marcel und ich das ab dann 2021 in das Learning Business Partner Enabling Programm als verpflichtenden Bestandteil mit aufnehmen und eben auch mit einer Struktur, weil das ist kein einfaches Thema. Es ist komplex und die Leute brauchen irgendwas, woran sie sich langhangeln kann. Da können wir gleich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen porten, oder Marcel, was wir für Probleme hatten auf dem Weg dahin, wo wir heute sind. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Halt das schon mal im Hinterkopf, weil das steht auf keiner Folie. Alles vorbereitet. Die Anekdoten sollten wir auf jeden Fall loslassen, weil das ist, glaube ich, auch Lerneffekte für die anderen hier. Genau. Wir haben dann
genau diese 12-wöchige Lernreise gestartet, haben gesagt, okay, wir probieren das aus mit zwei Methoden. Und zwar hatten wir damals der Stefan Diepolder, ist er hier? Nee, der ist, glaube ich, in einer. Also Stefan und ich und die Kollegin von der Goethe-Stiftung, wir haben uns damals überlegt, es gibt dieses große Thema Content Creation und viele treibt das um. Also lasst uns versuchen, mal einen Leitfaden für Content Creation zu beschreiben. Wenn man Inhalte kuratieren will und sich in etwas einfuchsen will, in Themen, dann ist es, glaube ich, ganz gut, so einen 12-wöchigen gemeinsamen Lernrahmen zu finden. Das war ein Ansatz. Und dann gab es noch das Thema E-Portfolios. E-Portfolios sind, ich würde sagen, kein Lerntagebuch, aber eine Dokumentation des Lernens, wenn ich mich in einem bestimmten Arbeitsbereich befinde, dass ich eben beschreibe, was habe ich da gelernt, reflektiere darüber und mich mit anderen auch austauschen kann und Kommentare einsammeln kann. Und auch das ist so eine Lernreise, so sein eigenes E-Portfolio aufzubauen. Und da haben wir gesagt, diese zwei Methoden probieren wir jetzt mal aus. Also Content-Kuratierung, ein bestimmtes Themengebiet sich anzuschauen, kommt auch gleich noch eine genauere Folie. Und das andere eben, E-Portfolios zu gestalten, also seine eigene digitale Repräsentanz aufzubauen und in einem Blog zum Beispiel über das Lernen zu reflektieren. Und darüber haben wir dann eben diese 12-wöchige Lernreise gemacht mit einem Kickoff. Wir haben also wirklich die Leute zusammengeholt und haben gesagt, wir wollen mit euch gemeinsam diese Lernreise starten und haben versucht, eben da auch die Mehrwerte aufzuzeigen. Dann gab es in der 4. und in der 8. Woche dieser Lernreise auch einen Pitstop, wo die Circles, die sich damals gefunden haben aus dem Pilotprojekt, sich wieder zusammengesetzt haben und gesagt haben, was ist denn jetzt eigentlich gut gelaufen oder wo läuft es gar nicht? Und ich muss euch sagen, in den ersten 4, 5 Wochen war das wirklich nicht einfach. Die Leute haben gedacht, oh, ich weiß nicht, das Tool da, dann muss ich da hinspringen. Wir müssen ein Circle-Meeting vereinbaren, das wöchentlich auch immer klappt. Einmal die Woche mindestens eine Stunde zusammenfinden, ist schon schwierig bei uns im Business-Alltag und wird dann immer als Zusatzaufwand am Anfang gesehen. Und deswegen war es ganz wichtig, dass die Leute sich in diesen ersten 4 Wochen finden konnten und wir dann den Pitstop gemacht haben und gesagt haben, wo drückt bei euch der Schuh? Warum funktioniert es nicht so? Was läuft gut? Was können wir verbessern? Wo sind Herausforderungen? Und das hat dann gut geklappt. Nach diesen 4, 5 Wochen haben die Leute dann auch besser verstanden, wie sie sich zusammenfinden sollen, was sie nutzen können und sind dann in die Circles besser reingestartet. Also diese Pitstops waren enorm wichtig. Ruben, was waren denn so auch dann später, als wir es implementiert haben, was waren denn so aus deiner Sicht die Fallstricke oder wo hast du gesagt, oh Mann, das müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall anpassen oder verbessern? Also das war beim E-Portfolio-Guide und auch beim Content-Curation-Guide eigentlich relativ ähnlich. Wir haben das ja quasi an dieses Learning Business Partner Enabling-Programm drangeheftet als Modul und hatten dann am Anfang die tollen Ideen. Wir lassen denen die freie Auswahl, überlegt euch selbst ein Ziel für eure Learning Guides, für eure Learning Circles, macht euer Masterprojekt, das ihr fürs Business Partner Enabling machen müsst oder beim Content Curation eben nehmt am Content Curation Projekt teil. Also wir haben wirklich so einen Blumenstrauß aufgemacht und dachten, ist doch klar, die Leute werden selbstverantwortlich lernen und selbstverantwortlich ihre Ziele stecken. Und das hat einfach bei ganz vielen nicht funktioniert. Beim gewissen prozentualen Anteil, so 20%, hat das super funktioniert. Bei den meisten, da haben wir unfassbar viele Chatnachrichten bekommen, permanent. So, ich weiß nicht, was ich machen soll, wo geht's hin? Auch Beschwerden, dass es nicht logisch ist. Und das war aber klar, dass das passieren würde, weil wenn man was Neues ausprobiert und nach vorne geht, vorne ist, wo sich keiner auskennt, deswegen sind wir da natürlich auf die Nase gefallen stellenweise, sind aber heute an dem Punkt, dass wir mit dem Content Guide für Learning Business Partner Enabling einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Genau, also die Guideline haben sich quasi weiterentwickelt, basierend auf dem Feedback. Natürlich haben sich da manche dann so ein bisschen als Versuchskaninchen auch gefühlt. War auch ja so. Logisch, weil wir haben es zum ersten Mal ausprobiert. Aber sie haben sich dann halt auch wertgeschätzt gefühlt, dass wir gesagt haben, super, dass ihr uns damit einbindet, jetzt in diesem Pitstop das Feedback aufnehmt und dann Anpassungen vornehmt. Also während der Circle-Reise dann auch zu sagen, okay, wir müssen vielleicht diese Übung 3, die da so sehr aufwendig ist, ein bisschen kürzen oder einen anderen Rahmen schaffen. Wir haben dann auch Ideen bekommen, wie man die Cutters anpassen könnte, die Übungen in den Circle-Guides. Das war dann auch hilfreich. Und war halt ein typischer Pilotdurchgang, ne? Die Leute geben uns Feedback und dann wird es angepasst. So, und dieser Pilot lief dann aber insgesamt gut. Von den 8 Learning Circles und 2 Learning Tandems, insgesamt 45 Teilnehmenden, die wir damals hatten,
haben dann auch 90% tatsächlich abgeschlossen, also waren Circle Finisher, wie man so schön sagt. Ne? Die haben dann gesagt, okay, wir wollen es jetzt auch durchziehen, wir wollen unser Badge am Ende auch haben, was super war, obwohl eben der Einstiegsaufwand groß war und die Leute erstmal gesagt haben, was soll ich hier überhaupt machen, wie komme ich klar? Insofern sind wir froh, dass wir das agil sozusagen anpassen konnten und dann hat es auch funktioniert. Und das hat auch dazu geführt, dass im Großen und Ganzen die Zufriedenheit am Ende doch recht groß war, dass die Leute dann auch bei dem Closing-Event, was wir am Woche 12 gemacht haben, sich auch sehr wertgeschätzt gefühlt haben und gesagt haben, ja, ihr solltet das weiter verfolgen. Also der Grundtenor auch in der Abschlussbefragung war, das sollte weitergeführt werden. Es gab auch eine begleitende Masterarbeit, die das dann rausfinden konnte. Der Lernerfolg war also da. Und dann hat der Ruben gesagt, ich schnapp mir das jetzt, wir müssen das zusammen weitermachen und wir implementieren das jetzt in unserem HR Learning Business Partner Programm. Ja, kannst du vielleicht noch kurz was zu den LBPs sagen, was die bei uns für eine Rolle spielen und warum das für die deswegen so wichtig ist, Ruben? Genau, klar, kann ich machen. Also ich habe ja schon gesagt, ich war der Erste weltweit bei Conti, der quasi diesen Learning Design und Delivery Prozess begleiten sollte, betreuen sollte auf Group-Ebene. Und klar war, dass bei unserer Anzahl Mitarbeitenden es nicht möglich ist, dass ich alle Sektoren betreue, alle Business Areas betreue und so weiter. Insofern war die Idee, wir brauchen Multiplikatorinnen. Und zwar nicht nur für den gesamten Learning Design Delivery Prozess, sondern auch für spezifische Themen wie zum Beispiel Social Learning. Und das haben Marcel und ich uns ausgedacht. Wir haben gesagt, das ist sinnvoll und zum Glück haben wir da Freedom to Act bei Conti und durften das auch einfach machen. Und die sollen im Prinzip das Gleiche tun, was ich. Das heißt, mit internen Kundinnen und Kunden Lernreisen gestalten, wenn es denn nötig ist. Manchmal muss man einfach nur ein Compliance-Training auf die LMS bomben und dann allen zuweisen. Das ist dann der weniger lernhafte Weg, sage ich mal. Manchmal müssen aber auch komplexe Lernprogramme erstellt werden. Und dann ist klar, und das involviert auch das Learning Business Partner Enabling Programm selbst, solche komplexen Lernprogramme brauchen entweder jemanden, der die Leute durchguidet, also mich in dem Fall, oder man hilft den Leuten dabei, sich selbst zu organisieren, findet euch in Gruppen, so wie wir es hier auf der LernOS Convention gemacht haben, und hangelt euch an einem Leitfaden entlang, der euch hilft, euch zu strukturieren, euch gegenseitig zu helfen. Und das war die Idee dahinter. Genau. Super, danke Ruben. Und das hat auch dazu geführt, dass wir eben jetzt seit 2021 jährlich quasi diesen Durchlauf haben mit insgesamt 16 Circles und knapp jetzt, ja, mit diesem Jahrgang müssten es knapp an die 100 Teilnehmenden gewesen sein, die auch zu Learning Business Partnern werden und ausgebildet werden. Und da sind eben die Social Learning Circles ein Teilmodul in dem gesamten Programm. So, hier ist nochmal so ein kleiner Überblick über die Circle Guides. Die findet ihr übrigens auf lernos.org, wenn ihr euch die mal anschauen wollt. Sowohl der ePortfolio Learning Circle Guide ist dort zu finden in Deutsch und Englisch, als auch der Content Creation Circle Guide. Die haben wir eben damals entwickelt und haben auch gesagt, das geben wir auch an die LernOS Community mit rein, weil die Idee ist ja auch daraus entstanden. Also warum soll nicht die ganze Community davon mit profitieren? Und deswegen auch die Idee, die mit bereitzustellen. So, vielleicht noch ganz kurz was zu der Auswertung, zu der Masterthesis. Wir haben also wirklich uns angeschaut, in welchem Ausmaß helfen denn die Learning Circles tatsächlich, Lernerfolg bei den Mitarbeitenden von Continental zu erreichen. Da ging es vor allen Dingen darum, wurde die Medienkompetenz eben aufgebaut oder gesteigert, wurde auch methodische Kompetenz gesteigert, also dass ich weiß, wie die Methoden verwendet werden, Content Creation und ePortfolio Learning. Und wurde auch der Wissenserwerb, also fand ein Wissenserwerb statt, haben die Leute sich danach wissensreicher gefühlt, ja, dass sie was mitgenommen haben. Und da waren die zentralen Erkenntnisse tatsächlich, dass Learning Circles vor allen Dingen dazu geeignet sind, um sich in Themen zu vertiefen. Man kann auch mal in ein Thema neu einsteigen, aber man hat eben festgestellt, wenn man sich in einem Learning Circle tummelt und dann noch die Methode kennenlernt, dann ist es schwierig, auch noch ein Thema zu vertiefen. Also im Prinzip ist es ganz gut, wenn ich, bitte? Beim ersten Mal. Das sind jetzt die Ergebnisse von dem ersten Durchlauf, richtig. Wenn es also um ein Thema geht, mit dem ich mich beschäftigen will, dann ist die Vertiefung für Circles besonders gut geeignet. Wenn ich in was Neues reinstarte, dann sollte ich nicht noch zusätzlich eine neue Methode mit aufbauen und lernen, sondern dann sollte ich das Thema an sich in den Mittelpunkt stellen. Wenn ich mich vertiefen will, dann sollte die Methode nicht so im Vordergrund stehen. Dann hilft es vor allen Dingen auch, das Wissen zu reflektieren und auch zu erweitern. Also die Teilnehmenden haben wirklich gesagt, okay, wir haben da was mehr mitgenommen
Und wir haben vor allen Dingen auch unsere Medienkompetenz im Umgang mit, sei es jetzt Microsoft 365 Tools oder was auch immer man dann genutzt hat. Bei uns war es Microsoft 365 mit Teams und mit OneNote. Das hat auch geholfen, die ganzen Funktionen besser kennenzulernen im Umgang mit den Tools. Und cooler Aspekt am Ende war dann auch, wahrscheinlich hat das Closing-Event auch ein bisschen dazu beigetragen, die Leute haben es auch spaßig gefunden. Die haben auch gesagt, Mensch, es war entertaining. Es war auch vor allen Dingen für uns als Gruppe, als Circle so ein bisschen zusammenschweißend. Ne? Wir haben in den 12 Wochen halt uns wirklich kennengelernt in der Tiefe aus den verschiedensten Bereichen, haben uns dann auch gegenseitig verschiedene Projekte mal reviewen können, haben uns gegenseitig austauschen können und sind als Circle zusammengewachsen. Da war so ein bisschen dieses Circle-Bindungsgefühl einfach da. Manche treffen sich bis heute noch. Also es gibt Circles, die sind alle 3-4 Wochen weiter im Austausch und erzählen sich dann die neuesten Stories über ihre Learning-Projekte. Insofern war das eigentlich ziemlich erfolgreich. Und wenn ihr Learning Circles starten wollt, dann sind unsere Empfehlungen auf jeden Fall, dass ihr einen gemeinsamen Startpunkt finden solltet. Also natürlich können sich Learning Circles auch jederzeit selber bilden und das auch selbstgesteuert tun. Das ist dann wieder so ein bisschen das Graswurzeligere. Das schließen wir nicht aus, aber wir haben bei uns festgestellt, es tut sich da nichts. Wenn man das komplett alleine laufen lässt, dann entsteht nicht so viel. Das heißt, am besten ist es so, einmal im Jahr so einen Startpunkt zu setzen und die Leute in dieses Momentum reinzuholen. Wir starten hier eine Lernreise mit euch, seid dabei. Ja, das ist so eine Empfehlung. Dann auch am Anfang deutlich zu machen, dass der Kosten-Nutzen-Ansatz, also am Anfang ist mehr Aufwand da, seid euch bewusst. Ihr müsst am Anfang vielleicht 2 Stunden die Woche investieren und nicht eine. Das wird dann wahrscheinlich hinten raus ein bisschen weniger werden, weil ihr euch dann schon mehr kennt, weil ihr wisst, worauf es ankommt. Aber die ersten 4-5 Wochen, stellt euch darauf ein, es ist ein bisschen mehr Aufwand, wenn ihr da reingeht. Dann ist es gut, die Leute zu begleiten. Diese Pitstops haben sich sehr bewährt. Ruben, du ergänzt, ne? Du hackst ein. Die Pitstops haben sich da sehr bewährt. Ne? Wir haben dann auch überlegt, ob wir die ein bisschen verschieben, vielleicht eher in die 5. oder 6. Woche, ein bisschen später legen. Aber dann ist uns wieder aufgefallen, dann sind die Leute schon zu weit auseinandergedriftet. Wir müssen sie eher ins Boot holen und mal in Austausch bringen. Insofern war 3., 4. Woche besser. Setzt auch die Zeitperiode gut im Jahr. Was wir festgestellt haben, ist vor allen Dingen Frühjahr, also von März bis in die Frühsommersaison hinein, März bis Juni, ist ganz gut, weil die Leute noch nicht im Urlaub sind und nur ein paar einzelne freie Tage sind. Dann beginnt die Urlaubszeit und dann kann man es im Herbst wieder probieren, Richtung September bis Anfang November, weil dann ist so Jahresabschlussstress. Insofern, das sind günstige Zeiträume, um Circles zu starten oder Circle-Initiativen, und legt auch klar fest oder macht dieses Frameset klar, ne? Wann und wie lange wollt ihr euch treffen in der Woche? Also die 1 Stunde pro Woche solltet ihr auf jeden Fall beibehalten. Ciao, Joachim. Dann solltet ihr überlegen, wie viele Teilnehmenden sollte es in einem Circle geben. Wenn ihr in ein neues Thema reinstartet, dann können es mehr Schultern sein, haben wir festgestellt. Dann können es auch mal 6 Teilnehmende, ist schon ziemlich groß, mehr sollten es nicht werden. Aber dann sollten es eher 5 bis 6 Leute sein. Wenn ihr ein Thema vertiefen wollt, dann macht es gerne in einer kleineren Runde. 3, 4 nur, die dann auch wirklich in das Thema auch Lust, Zeit haben, rein zu investieren und auch tiefer in die Facetten reinsteigen wollen. Und assess the Circle Content. Ja, guckt euch immer die Circle Guides im Detail immer wieder an, weil es gibt so viel Anpassungsbedarf bei jedem Durchlauf, den wir feststellen, wo wir sagen, okay, das hat uns auch dazu geführt, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir müssen von den reinen Methoden-Circles mehr in Conti-spezifischere Circles rein. Wir haben also für die einzelnen oder für unseren LBP-Programm, unser Learning Business Partner Programm, einen eigenständigen Circle Guide dann aus dem Sammelsurium der anderen Methoden-Circles zusammengestellt, weil wir festgestellt haben, dass es besser ist, auch auf bestimmte Conti-Spezifika einzugehen oder eben Unternehmensspezifika. Das ist so der Hintergrund. Und da gebe ich nochmal an den Ruben weiter, der euch diese aktuelle Learning Business Partner Journey, in der die Circles auch eingebaut sind, dann nochmal ein bisschen genauer erläutern wird zum Abschluss. Genau. Also, was ihr hier seht, ist ein grobes Schema des Programms. Ich habe leider die Vorgabe, dass ich keine Details nennen darf. Da haben Marcel und ich uns auch ein bisschen gefetzt vorher.
ich der Meinung war, müssen compliant sein. Und das ist ein ewiges Dilemma natürlich, dieses Thema, was, wie viel dürfen wir teilen, wie tief dürfen wir gehen. Deswegen hier so ein bisschen an der Oberfläche angeschnitten. Also grob erstmal aus der Vogelperspektive, das ist das Programm mit den Bausteinen, aus denen dieses Programm sich zusammensetzt. Was wir gemacht haben ist, wir haben auf der Erfahrung des E-Portfolio Guides und des Content Curations Guide mit den vorherigen Lernzirkeln, da waren zum Beispiel Leute wie der Klaus Burkhardt mit drin, da hat der Harald Schirmer mitgeholfen, hat die Anja Lommatsch mitgeholfen, haben wir gesagt, wir brauchen jetzt mal aus den Lernerfahrungen, die wir gemacht haben, etwas, was den Leuten wirklich dabei hilft, dieses aufwendige Programm, wo man 10 plus x Werktage investieren muss, um das zu absolvieren, einen Guide, der sie begleitet. So, das erstmal als grobes Rahmen. Worum geht es hier? Die Leute werden erstmal eingeführt, die müssen hier in der Lernreise, die ungefähr brutto ein halbes Jahr dauert, kriegen die erstmal einen Kick-Off vom Management, die werden eingefasst, die werden eingestimmt auf ihre Rolle als Learning Business Partnerin. Die Bedeutung von Learning und Training für Continental wird auch sehr deutlich gemacht, das passiert hier am Anfang. Dann wird Ihnen erklärt, wie funktioniert denn Learning and Training bei Continental, welche Standards haben wir, welche Tools nutzen wir, welche Technologien nutzen wir, wer sind die Ansprechpartner, wie arbeiten wir sektorenübergreifend zusammen und so weiter. Was wir auch haben, ist das Thema digitale Lernformate und Authoring-Tools. Da geht es natürlich klar um das Thema E-Learning. Machen wir uns nichts vor, E-Learning ist nicht die Antwort auf alles. E-Learning ist letztlich, deckt die 10% formales Learning ab und viele Leute klicken diese E-Learnings einfach durch und sind dann erschreckt, wenn sie am Ende einen Test haben und gucken nochmal alles von vorne an. Ich hatte letztlich ein lustiges Video gesehen von einem Hund, der so ein Compliance-Video durchklickt bis zum Ende und dann kommt der Test, dann muss er wieder alles zurückspulen, um die Fragen beantworten zu können. Also, Spaß beiseite, E-Learnings werden immer Bestandteil sein, weil man kann sehr viele Leute standardisiert trainieren und wenn sie gut gemacht sind, kann es auch eine tolle Lernerfahrung sein. Und deswegen bringen wir den Leuten auch hier bei, welche Autorentools dürfen wir bei Conti nutzen, welche haben wir denn und wie kann man lernen, die zu anzuwenden. Dann haben wir natürlich eine Management-Solution für Learning, wo das Ganze technisch abgebildet wird, wo wir unsere Trainings ausrollen, zuweisen, tracken können. Das müssen die Learning-Business-Partnerinnen auch lernen. Das heißt also, sie können nicht nur beraten, wie man gute Lernreisen designt, sondern sie müssen auch beraten können, welche Möglichkeiten habe ich denn technisch auf dieser Learning-Management-Solution. Und das ist meistens leider, muss ich sagen, als Lernenthusiast ist leider der Fokus ganz oft drauf, wer hat denn das Training abgeschlossen? Und das finde ich so ein bisschen, das finde ich sehr, sehr, sehr traurig, weil nur weil jemand ein Training abgeschlossen hat, heißt es noch lange nicht, dass da was gelernt wurde. Trotzdem ist es wichtig, ne? Also für Learning and Training sind KPIs immer wichtig. Ich persönlich glaube, wenn da steht, Training technisch abgeschlossen, ja oder nein, heißt ja nicht, dass die Person auch tatsächlich etwas gelernt hat. Wir haben auch eine Quality Gate. Die habe ich auch selbst mitentwickelt im Jahr 2020. Das heißt, wir haben gesehen, wir haben eine Learning Management Solution und da kann jeder jetzt ganz wild Inhalte draufpacken. Da wurden dann Excel-Files hochgeladen, da wurden PowerPoint-Präsentationen hochgeladen, da wurden Word-Dokumente hochgeladen mit schlechten Beschreibungen, was das eigentlich soll. Das heißt, stellenweise verkam das Ganze zu einer Datenbank für Dokumente und das ist es natürlich nicht. Eine Datenbank ist eine Datenbank und eine Learning Management Solution ist eine Learning Solution. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen Qualitätsstandards. Was darf denn auf die Learning Solution und was darf nicht drauf? Da haben wir dann vom Thema, wer hat die Ownership für das Thema? Werden die Designstandards eingehalten? Sind alle Sprachstandards eingehalten? Sind die LMS-Setups eingehalten? Das alles wird da trainiert. Das müssen die auch machen. Future Learning machen wir mit einem externen Partner, der an zwei Tagen so ein bisschen zeigt, wie man denn überhaupt mit einem Canvas-Board gute Lernreisen gestalten kann. Wie erfasse ich denn Lernziele, Zielgruppe und passende Lernformate? Das Thema Consulting ist auch wichtig. Das mache ich persönlich. Ich komme selbst aus dem Vertrieb. Also was heißt aus dem Vertrieb? Ich habe ein Jahr im Vertrieb gearbeitet und weiß ein bisschen, wie es funktioniert. Und ich glaube, im Vertrieb lernt man sehr viel über Beratungen, wie man Fragen stellt gut und wie man rausfindet, was braucht denn mein Gegenüber überhaupt, damit ich nicht einfach alles erzähle, was ich weiß. Deswegen ist das ein Bestandteil. Und am Ende muss ein Masterprojekt absolviert werden. Und da müssen die Leute zeigen, dass sie das alles, was ich euch eben erzählt habe, verstanden haben, anhand eines realen Projektes. Das kann in der Zukunft liegen, das kann in der Vergangenheit liegen, das kann auch gerade laufen. Müssen auf jeden Fall zeigen, das habe ich verstanden und ich kann das alles aus der Vogelperspektive für mich zusammenfügen. Den Rahmen darum bildet jetzt bei uns das Social Learning. Und wir haben, wie gesagt, anhand dieser
dieses Programms mit diesen ganzen Bausteinen, die ihr hier seht, haben wir einen 12 Wochen Lernzirkel aus dem Nichts quasi geschaffen mit den Erfahrungen, die wir hatten. Haben sehr strukturiert Woche für Woche gesagt, am Anfang findet ihr euch, dann geht ihr zusammen Woche für Woche jeweils diese Bausteine durch und besprecht, okay, was muss ich überhaupt machen, was sind die Ziele und wann habe ich es denn geschafft, also wann ist das Lernziel erreicht. Und das gehen die Woche für Woche durch, aber auch mit dem Hinweis tatsächlich textuell, ihr müsst es nicht in diesen 12 Wochen absolviert haben. Das ist ein Programm, das ist für 6 Monate ausgelegt. Die haben nur halt 12 Wochen, weil die Learning Circles 12 Wochen dauern sollen. So, jetzt haben sich zwei Dinge gezeigt. Erstens, die Leute, die dieses Jahr mitmachen, sind sehr ambitioniert und können sich sehr gut orientieren an diesem Learning Circle Guide, den wir haben, und sind auch alle sehr früh fertig. Das ist ein sehr positiver Effekt und wir haben auch sehr wenige Rückfragen. Das heißt, wir haben das E-Portfolio Guide Content Curation Thema entkoppelt vom Learning Business Partner Enabling und gesagt, ihr habt jetzt einen Learning Circle Guide, der euch nur sagt, wie ihr dieses Programm absolviert und worauf ihr achten müsst. Ja, mit Lernzielen, mit Lerninhalten und einem klaren Kriterium, wann habt ihr das verstanden? So, das hat super funktioniert. Weniger Fragen für Marcel und mich auch super angenehm. Ein großer Nachteil ist, dass die Leute tatsächlich sich, obwohl es mehrfach gesagt wurde und geschrieben wurde, irgendwie doch dachten, sie müssen innerhalb von 12 Wochen dieses unfassbar aufwendige Programm durchlaufen, was stellenweise wirklich für Stress gesorgt hat bei denen. Und wir mussten tatsächlich intensiv dagegen arbeiten, dass sie sich nicht da überwältigt fühlen mit dieser Struktur, die sie haben. Genau. Ja. Das also zusammengefasst. Das Erstaunliche, ja, wir wollten die ja nicht zu noch mehr ambitionierterem Lernen jetzt und total, und ihr müsst das irgendwie in 12 Wochen durchziehen. Und trotzdem gab es dann halt 2, 3 Leute, die haben ihr Masterprojekt in Woche 12 dann oben vorgestellt. Und wir haben so gedacht, wow, wie habt ihr das denn gemacht? Ja, ja, wir waren im Pitstop 1 nach 3 oder 4 Wochen. Und die sahen alle mega gestresst aus und wir haben nicht verstanden, warum. Wir sagten, was ist denn, was haben die denn? Also der Sinn des Pitstops war ja eigentlich nur, dass wir mal so checken, wie geht's euch? Und insofern war es wichtig, weil wir haben gesehen, den meisten geht's richtig schlecht, weil die dachten, sie müssen irgendwie schon hier sein bei der Learning Management Solution oder Quality Gate, obwohl sie erst ganz am Anfang standen. Und das war so eine ganz wichtige Erkenntnis. Also das noch mehr zu betonen, das zu entkoppeln und auch nochmal deutlich zu machen, dass das eine Lernreise ist, wo ihr euch darüber austauscht, aber nicht schon die Ergebnisse vorliegen haben müsst von den ganzen von dem ganzen Programm. Ne? Genau. Marcel, ja? Haben wir noch Zeit, dass ich noch 2, 3 Learnings, die wir haben das alles aufgeschrieben, wichtige Learnings. Ja? 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten. Ist es okay für dich? Ja, gerne. Okay, also ein wichtiges Learning aus den ersten beiden Runs, wo wir den Content Curation Guide und den E-Portfolio Guide angewendet haben, war, wir haben ja eine globale Zielgruppe. Das heißt, wir hatten völlige Greenhorns mit dabei, die gerade neu zu Conti kamen. Wir hatten alteingesessene Häsinnen und Hasen dabei, die schon genau wissen, wie das alles läuft. Und da war eine erstaunliche Erkenntnis tatsächlich, dass wir gesehen haben, Diversität funktioniert in Social Learning Circles nicht immer optimal. Also manchmal kann zu viel Diversität auch den Flow in solchen Lerngruppen behindern. Und das soll jetzt kein Plädoyer gegen Diversität sein, auf gar keinen Fall. Aber wir haben gesehen, dadurch, dass wir in diesem Rahmen agieren, wenn Diversität vorhanden ist im Thema Kultur, Alter, Organisationseinheit, Land, Region, Funktion und Jobrolle, dann ist das zu viel und dann sind die so weit voneinander weg, dass die gar nicht mehr miteinander sprechen können. Und dann entstehen tatsächlich Konflikte innerhalb der Learning Circles, die hätten vermieden werden können. Und deswegen haben wir dieses Jahr auch darauf geachtet, dass möglichst diese Diversitätsgröße nicht vorhanden ist. Dass wir natürlich verschiedene Diversitätsfaktoren mit einmitten, na klar, aber nicht 10 Faktoren und Alte und Junge und Inder und Deutsche und was weiß ich nicht alles zusammenbringen. Das war wirklich eine Erkenntnis, die mich selbst überrascht hat, weil ich immer dachte, Diversity ist immer super, in dem Fall war es tatsächlich nicht so. Und das war tatsächlich eine Erkenntnis, die ganz cool war. Und das andere war, dass wir aus den Standard-Guides, also für E-Portfolio und Content Curation, ihr kennt die vielleicht, die sind wirklich sehr umfangreich. Also da macht man eine Woche auf, da hat man erstmal
gefühlt so 200 Zeilen Text, die man lesen muss, mit Links noch zu Webseiten, wo man was nachlesen soll und muss dann die Katas, wo man noch Aufgaben hat. Das hat die Leute bei uns massiv überfordert. Also die haben nicht verstanden, die dachten manchmal, sie müssen das alles machen, dann haben sie nicht verstanden, was ist optional. Und da sind wir auch von abgewichen tatsächlich jetzt in dem Learning Circle Guide für LBP Enabling und haben gesagt, die haben jetzt Woche für Woche eine ganz kurze Beschreibung, was sie machen sollen, dann sofort das Lernziel, Lerninhalt und dann, wann haben sie es geschafft, und das funktioniert sehr gut, verhindert aber, und das ist das Schlechte, dass sie auch mal links und rechts gucken. Ne? Also ich glaube, Marcel, wir müssen dann nächstes Jahr einen Mittelweg finden, dass wir diesen Blickwinkel für außerhalb befindliche Themen wieder ein bisschen öffnen und nicht zu starr auf das Programm. Weil jetzt sind sie natürlich in ihrer Conti-Bubble und machen genau das, was wir ihnen sagen. Und das ist auch nicht ganz richtig. Ja, genau. Also Social Learning nicht zu sehr formalisiert zu machen, ist dann wieder die nächste Herausforderung. Genau. Nicht zu sehr für Dateft argumentieren, bitte. Ja. Harald, du hast eine Frage. Warte mal, Mikro. Bitteschön. Also nur ganz kurz, ich muss natürlich die Diversity-Flagge so ein bisschen hochheben. Also gerne, ich kann natürlich verstehen, dass es jetzt in dem ersten Durchlauf die Diversity nicht im Vordergrund steht, und wenn du eine homogene Gruppe hast, dann hast du zumindest da keine Fragen. Ich würde aber sagen, es ist genauso wie mit, ich habe inhaltlich was Neues und ich habe neue Tools und ich habe neue Methoden. Das ist irgendwann Überforderung, wenn dann auch noch Diversity dazukommt und ich mit kulturellen Unterschieden beschäftigen muss. Ja. Aber wenn man das Ganze auf einer Zeitleiste mal ein bisschen weiter vorschaut, je mehr Leute die Methode verstanden haben, je mehr Leute die Tools verstanden haben, umso wichtiger wird dann die Diversität, um in die Themen besser einsteigen zu können. Also ich würde sagen, das ist im Moment mit der Diversity ein Anfangsproblem, weil es einfach Überforderung ist. Mhm. Aber wenn es dann später auch um komplexere Probleme gibt in diesen Social Learning Circles, dann würde ich schon sagen, dann ist Diversity dringend notwendig. Absolut. Also wir wollten damit auch nicht deutlich machen, dass das nicht drin sein soll. Ne? Also nochmal ganz klar, Diversity ist hilfreich, generell auch in solchen Circles. Wir haben nur die Überforderung festgestellt, wenn die Diversity auf 5 oder 6 verschiedenen Ebenen erfolgt, weil dann das Konstrukt einfach den Flow im Circle behindern kann. Ne? Genau. Genau, also da auch von mir, Harald, gar kein Argument gegen Diversity generell. Im Zusammenspiel mit, ihr müsst jetzt was ganz Neues machen und ihr habt noch verschiedene Zeitzonen und ihr habt noch verschiedene Berufserfahrungsstände und ganz andere Rollen und seid in anderen Unternehmensbereichen. Ne, das siehst du an der Menge der Diversitätsfaktoren, ist das dann in der Situation, wo sie auch noch sowas lernen müssen, wie ich werde LBP, gefühlt zu viel. Ich kann es nicht wissenschaftlich belegen. Es war einfach etwas, wo wir gesagt haben, da sind so viele Konflikte entstanden in diesen Lernzirkeln, die wir erst nicht verstanden haben, und ich glaube, eine Erklärung kann das sein. Aber on the long run, Diversity wins, gar keine Frage. Ja. Okay, zusammenfassend, die Hauptbenefits oder Mehrwerte, die wir gesehen haben an diesem Top-Down-Approach, ist eben, dass wir ganz klar in Richtung eines Multiplier-Network uns bewegen, dass wir halt auch damit Alumnis aufbauen, die sich mit Circles beschäftigen und das auch weiter ins Unternehmen reinbegeben oder vorantreiben. Dann diese strukturierte Vorgehensweise hat uns auch geholfen, die Aufwände zu minimieren, weil das skaliert halt auch nicht, ne? Wenn du dann statt 5 Chats am Tag eben 10 Chats am Tag hast und die Nachfragen reinkommen. Dann die nachhaltige Implementierung ist einer der Mehrwerte gewesen innerhalb dieses Programms, und dann eben auch messbaren Learning-Content oder Learning-Ziele zu haben, die wir dann auch so ein Stück weit auch nachweisen konnten. Und das wäre jetzt der klassische oder der Versuch eines Top-Down-Ansatzes, der sich bei uns jetzt in den letzten Jahren etabliert hat, der natürlich ausbaufähig ist, aber jetzt habt ihr den kennengelernt, jetzt habt ihr ganz viel Input bekommen, und jetzt machen wir mal ganz bewusst 5 Minuten mindestens Pause im Sinne von, guckt euch gerne mal auf das Conceptboard um, schaltet vielleicht auch mal kurz ab oder macht euch Notizen, was ihr jetzt davon mitgenommen habt. Ja, gerne. Eine Frage gibt es noch, Moment. Genau. Ja, Timo. Timo. Also, ihr habt ja jetzt so ein bisschen diesen Prozess halt vorgestellt, die Roadmap, wie man daran vorgeht. Aber die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wie kann ich diesen Prozess wirklich in den Arbeitsalltag integrieren? Weil ich sehe jetzt so ein bisschen die Gefahr, wenn ich das jetzt meinen Mitarbeitern oder Kollegen halt vorstelle, dass sie sagen, ja, aber ich muss noch das, das und das machen. Und jetzt soll ich noch hier irgendwie so einen Learn-Zirkel aufbauen. Wo soll ich das dann noch reinpacken? Ja, also ist immer gegeben, diese Gefahr, ganz klar. Was da hilft, ist tatsächlich an
Arbeitsszenarien anzusetzen. Deswegen sagen wir auch Learnify your daily work. Nimm nicht ein Thema, was quasi meilenweit von dir weg ist, sondern was du, wo du zum Beispiel sagst im Arbeitsalltag, ich komme nicht dazu, mich damit zu beschäftigen im Moment, weil ich keine Zeit habe, weil dann kannst du dir in diesem Circle den Freiraum schaffen dafür. Oder du nimmst wirklich ein Thema, was in deinem Arbeitsalltag auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen eine Rolle spielt und versuchst, dich da rein zu vertiefen. Also das soll kein zusätzliches Lernthema sein, richtig, Ruben? Genau, das wollte ich noch ergänzen. Das war auch, glaube ich, einer der Gründe dafür, warum wir mit ePortfolio und Configuration so Probleme hatten, weil das war noch etwas on top. Aber wie man das am besten in den Alltag integriert, glaube ich, ist die Lösung, dass man es schafft, die Schwelle zu überwinden, dass die Leute sich am Anfang in diesen Zirkeln organisieren, dass sie es schaffen, in 12 Wochen jede Woche ein Meeting zu haben, wo sie sich treffen. Und dann entwickelt sich das immer. Wenn es gestartet ist, dann ist es quasi, dann entsteht die Motivation, Selbstläufer, dann geht es eigentlich schon los. Diese Schwelle muss man betreuen und überwinden. Und wenn es dann noch ein Thema ist, wo ich sagen kann, das bringt mir persönlich direkt was und ich kann das spüren, dann funktioniert es eigentlich gut. Ja. Hand im Digitalen gab es noch, Moment. Ich weiß nicht, wer es gehoben hat. Könnt ihr es nachvollziehen? Ute, gerne. Dein Input. Ja, ich wollte eigentlich nur noch ergänzen aus der Erfahrung von Circle Learning, wie wir sie machen in der Baloas. Ich habe bei Woll eben auch diesen gemeinsamen Start oder mit Kickoff, mit Boxenstopp, mit Abschlussevent. Und jetzt bei den anderen Guides mache ich das nicht. Bei uns, wir haben auch einen eigenen Circle Finder. Das heißt, über das ganze Jahr hinweg finden sich eigentlich immer wieder Circle. Ich finde das auch schön, dass ich nicht so ein Riesending organisiere, sondern immer wieder mal findet sich einer. Oder? Und was ich aber dann gerne mache, also ich biete es mit an, dass ich mit reingehe in das erste Circle-Treffen, obwohl ich eigentlich selber eine Woche Null geschrieben habe. Oder? Also den Ablauf vom Meeting, von der Woche Null oder wie sie sich organisieren, was sie machen und so weiter. Und ich biete immer an, ich gehe noch mit rein und gebe halt da nochmal Tipps und Erfahrungswerte und das hilft denen gut zu starten. Und im Endeffekt kann man vielleicht sagen, ja gut, dann muss ich in jeden Circle mit rein, ja gut, aber ich erspare mir Kickoff und Boxenstopp. Also ich glaube, beides funktioniert oder kommt auf den Guide drauf an und ja, wie man halt die Erfahrung drumherum stricken will. Ist auf jeden Fall spannend, dass du daraus auch berichtest, dass ihr das mit dem Circle Find, den habe ich tatsächlich bei euch schon mal im SharePoint auch gesehen, dass sich das dann quasi auch ganz selbstorganisiert entwickeln kann. Das hat bei uns bisher nicht gefruchtet. Aber finde ich toll, dass es bei euch geht. Inzwischen, mega cool. Also mir hängen die natürlich immer wieder, auch wenn ich wieder Werbung mache oder so, immer wieder Circle Finder. Aber es entstehen eben jetzt immer wieder Circle und die melden sich bei mir eigentlich nur, wenn sie ihre Bücher brauchen oder für Getting Things Done. Sonst erfahre ich da fast nichts davon. Aber es ist eigentlich cool, dass sich das so wie so ein Selbstläufer jetzt eigentlich entwickelt. Das ist echt nice. Schön. Ja, super Erfahrungsbericht. Danke. Thema, du wolltest noch ergänzend? Ja? Genau, noch eine Sache. Weil Ruben das jetzt gerade erwähnt hat mit diesen regelmäßigen Meetings. Wie habt ihr eigentlich sichergestellt, dass es wirklich produktiv da vorangeht und dass die Leute da dran arbeiten wollen, dass es nicht einfach so ein Treffen ist, wo man sagt, ja, jetzt sitzen wir halt da und trinken Kaffee so ungefähr? Ruben, magst du antworten? Ich fange an, du kannst dann gerne ergänzen. Also wir haben tatsächlich die Pitstops genutzt, jeweils nach 4 Wochen, um abzuprüfen, wo steht ihr denn, wie weit seid ihr? Nicht nur zu gucken, wie geht's euch denn? Also nicht nur Tee trinken, Kuschelrunde, sondern auch, die mussten präsentieren, jeder Einzelne oder im Circle insgesamt, was ist euer Status, auch im Hinblick auf die Projektziele, was sind eure Probleme, Herausforderungen? Und das war für uns so ein bisschen schon ein Sounding, zu schauen, machen die überhaupt was? Und natürlich haben wir auch die Pappenheimer direkt identifiziert dadurch, die einfach nichts gemacht haben. Ne? Da hieß es ganz oft, ich habe keine Zeit und ich war auf Geschäftsreise. Und dann wusste es schon gleich Bescheid, naja gut, die machen es einfach nicht aktiv. Und für uns ist dann klar, die werden das Programm dann am Ende auch nie abschließen, weil sie nicht den Drive haben, das zu tun. Ja. Und das müssen sie auch nicht. Ne? Also das ist eine Qualifikation, eine Auszeichnung, dann den Businesspartner bei uns zu werden. Und wer die Power nicht hat, der wird es halt nicht. Ganz einfach. Okay. Also 5 Minuten Denkpause, bisschen sammeln und dann kommt die Dativ-Perspektive und ich freue mich schon drauf. Genau, Luft holen. Ja. Ja, Marcel? Ja? Du, ich habe mal eine Frage. Ich hatte, könnt ihr, wenn die Dativ dran ist,
könnt ihr die Präsentation so verlinken in dem Modus in Teams, dass man als Zuhörer eigenständig vor- und zurückspringen kann in den Folien? Du meinst PowerPoint Live, ne? Ja, Twitter, PowerPoint oder? Live. Ich weiß gerade nicht, wie das Passwort dazu ist. Ich habe das erst einmal verwendet. PowerPoint Live, Marcel. Okay. Hier ist gerade ein bisschen laut, ich verstehe dich gerade nicht mehr. Achso. Aber ich hatte das jetzt nur als Screen geteilt und nicht als PowerPoint-Präsentation selbst. Ne? Aber okay. Wir können euch die Folien im Nachgang gerne bereitstellen. Nee, mir ging es tatsächlich nicht darum im Nachgang, sondern tatsächlich beim Präsentieren. Wenn das viele Folien sind, hilft es mir manchmal nochmal vorzuspringen, um nochmal zu gucken, was da drauf stand bei der Präsentation. Nicht, also im Nachgang auch, verstehe. Aber. Verstehe. Ja, wir können das gleich mal probieren bei der DATEV-Präsentation. Wir können es versuchen, als PowerPoint Live bereitzustellen. Dann kannst du zwischen den Folien navigieren. Wir wissen aber nicht genau, ob das klappen wird. Wir können es ausprobieren. Okay? Ja? Okay, super. Alles klar, bis gleich. Willkommen zurück. Nur für dich, Britta, mit PowerPoint Live ging nicht so einfach. Deswegen haben wir jetzt den Screen geshared, richtig? Also den Screen hätte ich so und so geshared, aber ja. Ich habe die PowerPoint als PDF jetzt aufs Concept Board. Oh, okay, ja, super. Also sie liegt auch im Concept Board als PDF direkt zur Nutzung, Britta, ja? Genau. Okay, alles klar. Mega, danke schön. Und zumindest das von der DATEV, ne? Das, eigentlich musst du selber machen. Okay, willkommen zurück. Ja, näher dran. Näher dran. Ich habe es nicht so mit Mikros, das hat man schon beim Pitch gemerkt, dass ich das nicht gewohnt bin. Ah ja, jetzt habe ich was zum Festhalten, das ist ganz okay. Okay, also willkommen zur DATEV-Variante des heutigen Assemblies. Wir wollen euch ja vorstellen, wie wir in der DATEV neben Top-Down-Prozessen, die wir natürlich auch haben, oder Top-Down-Bewegungen, auch aus Graswurzelbewegungen Social Learning im Unternehmen versuchen zu etablieren oder voranzutreiben. Und neben mir sitzt mein reizender Kollege, der Lati. Ich nehme so ein Wasser heute. Und da haben wir euch drei Beispiele mitgebracht. Und bevor wir die, achso, jetzt geht das mit dem Presenter, muss ich mal gucken. Nee, geht nicht. Geht nicht voran. Ich nehme die Tastatur, das geht auch. Und bevor wir starten, zwei, drei Worte zu uns, wer wir eigentlich sind. Ich bin die Angelika, ich bin Corporate Learning Coach bei der DATEV seit jetzt knapp 4 Jahren. Ich komme aus der Weiterbildung, aus der Pädagogik und arbeite in der DATEV in einem Softwareentwicklerunternehmen, was mir großen Spaß macht, weil ich in der Softwareentwicklung es wahnsinnig cool finde, wie die Leute lernen. Das hat mich schon immer fasziniert, auch wenn ich nicht so wirklich immer verstehe, was sie lernen, weil ich eben keine Softwareentwicklerin bin. Finde ich es aber großartig, dass die gewohnt sind, immer am Zeit der Zahn zu bleiben, gezwungenermaßen. Und daher kommt auch mein Nordstern, den ich mitgebracht habe, dass die Lernenden selber vorgeben, was sie lernen wollen. Und dass die eben lernen, nicht einfach nur, weil irgendjemand sagt, das ist jetzt wichtig, sondern weil es einfach für sie selber wichtig ist. Die eigene Arbeit. Der Lati. Gut, also ich bin der Lati. Bin seit 4,5 Jahren Corporate Learning Coach, war der erste hier bei uns im Haus und bin Software Crafter. Hat ja der Karl-Heinz so schöne Bloggerreihe dazu gemacht, zu Software Craft. Sehr interessant zu lesen. Barcamp Junkie und auch großer Netzwerker und bin stets neugierig, was mir in meinem Job immens hilft. Ja, dann gebe ich weiter an. Nee. Das ist immer wegen Zeit verzögert. Jetzt, wenn du drückst und ich wieder drücke, dann geht's wieder, wirst du sehen. Okay. Gut. Ja. So, dann die drei Sachen, über die wir heute sprechen wollen. Das ist einmal unsere Jobrolle, eben die Rolle vom Corporate Learning Coach. Dann der Lerntag, das ist ein Format, wo wir immer sagen, das ist schön, darüber zu erzählen. Und als drittes noch die Geschichte, eine Community of Practice, die Software Craft Community bei uns intern,
vor über 10 Jahren gegründet wurde. Das sind so Geschichten, die bei uns ziemlich gut funktioniert haben. Natürlich haben wir auch Sachen, die nicht funktioniert haben oder nicht gut funktioniert. Ist halt einfach so. Und wir sagen auch immer, Scheitern ist ein Teil von unserem Job und das sehen wir auch nicht als Niederlage oder irgend sowas an. Ist halt einfach so, ne? Dass halt alles funktioniert. Ist praktisch wie Bäume pflanzen, wird auch nicht jeder Baum was. Unsere Jobrolle haben wir deswegen mitgebracht, weil wir uns überlegt haben, ja, Social Learning kann in vielen Varianten stattfinden im Unternehmen. Wir haben gerade eine sehr große Variante der Learning Circles, die sehr, wirklich sehr detailliert ja auch ausgearbeitet wurde, kennengelernt. Und wir sehen aber unsere Jobrolle tatsächlich auch als einen Teil von Social Learning. Und deswegen haben wir uns die mal rausgepickt. Und haben auch ein bisschen zurückgedacht, weil natürlich so eine Rolle nicht einfach irgendwie von sich aus entsteht, sondern es gab einen Anlass. Und zwar wurde bei uns in der DATEV ein Pilotprojekt gestartet, einer Abteilung, die mit flexiblen Teams gearbeitet hat. Das Projekt war auf 2 Jahre angesetzt. Man hat also quasi, ich hole jetzt nicht ganz so weit aus, deswegen kurz, wir waren wie so ein kleiner interner Dienstleister. Also die großen Produktteams aus dem Haus haben Bedarfe angemeldet, wir brauchen Menschen, die uns helfen, das Produkt weiterzuentwickeln, schneller weiterzuentwickeln. Es kommen vielleicht Gesetzesänderungen, die eingearbeitet werden müssen. Es gibt Zeitdruck, es gibt vielleicht fachlichen Druck. Und um auf diese Veränderungen reagieren zu können, hat man Teams gebraucht, die die eigentliche Linie quasi schnell und kurzfristig unterstützen. Und die mussten dadurch, dass die kurzfristig unterstützt haben, auch sehr schnell Dinge lernen. Und man hat sich dann überlegt, wir haben eine riesen HR-Learning-Abteilung. Da sitzt ein Experte, ehemals, aber der Experte bist du immer noch, Knut. Und die haben ein riesiges Angebot an Weiterbildung, was man sich vorstellen kann. Also von wirklich fachlichen Themen bis hin so Soft Skills, auch im Freizeitbereich. Also auch bei der DATEV kann man auch kraulen lernen, macht man in seiner Freizeit, aber wird tatsächlich unterstützt von der DATEV, ja. Und Wasser, genau. Der einzige Nachteil ist eben durch dieses riesige Angebot, es dauert einfach ein bisschen, ne, bis die Angebote auch zugänglich sind, beziehungsweise sie sind dann zugänglich gemacht. Und wenn man aber jetzt im Moment X diese Schulung, diesen Lerninhalt braucht, kann es natürlich passieren, dass der Kurs ausgebucht ist, dass wir nicht genügend Referenten finden oder wir brauchen ein ganz neues Thema, man muss erstmal neue Referenten suchen. Und dementsprechend wurde so eine Rolle gegründet, die so eine Schnittstelle eigentlich abbilden sollte, der sogenannte Corporate Learning Coach, der also nicht in HR aufgehängt ist, sondern direkt in dieser Entwicklungsabteilung und Bedarfe kurzfristig aufnimmt und dann sich einfach darum kümmert, dass die Bedarfe irgendwie gedeckt werden. Auf welchem Weg auch immer. Das hat der Latti dann mal ausprobiert, wie das so funktioniert. Und daher kam diese Rolle überhaupt zustande. Also wir hatten einen sehr hohen Lernbedarf in dieser Abteilung, der kurzfristig gedeckt werden musste und wo wir nicht viel Zeit hatten für Prozesse, die eigentlich Standard sind, um neue Kurse zu etablieren. Und oft war es ja so, dass ein Team von 5, 6 entwickelnden Menschen dieses Know-how gebraucht hat und nicht eben 60 oder 600 aus der Firma. Also konnte man da natürlich auch jetzt kein Riesenprimborium aufsetzen dafür. Also ist diese Rolle entstanden durch diesen hohen Lernbedarf, durch die Kurzfristigkeit. Und was ist dann passiert? Ja, wir haben einfach mal ausprobiert. Wir haben probiert, was funktioniert, was brauchen die Leute, wie brauchen sie es, wie wollen die lernen. Wir haben am Anfang versucht, Lernbedarfe zu erheben, relativ standardisiert mit vielen Gesprächen. Das war aber alles eigentlich nicht das, was die Entwickler gebraucht haben, weil die wussten ja selber noch nicht eigentlich in den nächsten 2 Monaten, wo sie eingesetzt werden. Das heißt, man musste wirklich eigentlich immer ad hoc reagieren. Und das hat es natürlich mit unserer Rolle, wir machen nichts anderes, ne? Also wir sind Vollzeit für diese Rolle quasi zuständig, haben einfach ausprobiert, was funktioniert für die Leute und was funktioniert nicht, haben da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Und warum erzählen wir das jetzt? Weil eigentlich hieß es ja, Social Learning im Unternehmen zu etablieren. Wir haben natürlich die Learnings, die wir da gesammelt haben, also was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und wie brauchen es vielleicht auch andere Abteilungen, immer auch mit unserer HR-Abteilung, mit der HR-Learning-Abteilung wieder zurückgespiegelt. Wir haben uns viel unterhalten, wir haben viel ausgetauscht und haben auch gemerkt, im Haus der DATEV gibt es viele unterschiedliche Bedarfe, die nicht alle mit einer Person abzudecken sind. Und daraus ist das sogenannte Lernamigos-Projekt gestartet. Das heißt,
die Graswurzelbewegung, also diese Rolle im Kleinen auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert, was wird aber vielleicht woanders noch gebraucht, was wir gar nicht erfüllen, wird dann wieder zurück in die HR-Learning-Abteilung gegeben. Und dann zeige ich euch eine Übersicht, was daraus dann entstanden ist. So eine Art Schaubild, wo man verschiedene Lernrollen identifiziert hat. Und aus diesen Lernrollen sieht man schon dieses Gestrichelte, das ist der Corporate Learning Coach, das ist so eine Schnittmenge von vielen unterschiedlichen Lernrollen, die man auch wirklich als Ausbildung in der DATEV durchlaufen kann. Also vom Kleinen bisschen in die Linie, es ist nicht so groß ausgerollt wie bei euch, ne? Wir sind auch nicht international unterwegs und haben deswegen auch relativ leicht Zugriff auch auf die einzelnen Abteilungen und können natürlich auch leichte Rücksprache halten, was die brauchen. Aber das ist so ein Beispiel, wie aus einem kleinen Versuch, aus einer kleinen Bewegung, was entstanden ist, was dann für die ganze Firma insofern einen Mehrwert hat, dass man zumindest weiß, was wird noch gebraucht. Kleiner Befeind. Tja, und dann ging es weiter mit einer Idee. Ich habe sie eben vorhin schon erwähnt. Ich bin Barcamp-Junkie und auch Meetup-Junkie und war da viel unterwegs und habe von anderen Firmen mitbekommen, wie die lernen, dass die zum Beispiel sich alle zwei Wochen mal oder einmal im Monat treffen, alle miteinander. Und wo das die Anwesenheit fast Pflicht ist und dass die Leute einfach weg von der Arbeit was Neues lernen. Das eine ist eine Consultant-Firma. So, ja, da ist es ganz gut. Und das sind so eine Idee, die in meinem Kopf auch mal ein wenig rumgespukt ist. Und dann bin ich mal zu Angelika gegangen und habe gesagt, Mensch, Angelika, hör dir das mal an. Und er sagt, komm, das machen wir einfach. Und dann haben wir das gemacht. Und jetzt war heuer der achte Lerntag vor kurzem. Also das ist praktisch ein Tag, wo jeder, der Lust und Zeit hat, dass wir den ganzen Tag vorne miteinander lernen, Hierarchie und Rollen übergreifend. Und wir auch sowas haben mit den geschützten Experimentierraum. Also wir halten die Leute auch an. Also ihr müsst nicht nur einen Vortrag, ihr könnt auch eine Diskussion, ihr könnt auch mal nachfragen, wer kann mir das und das erklären. Das ist ja auch eine legitime Session durchaus zum Lerntag bei uns. Müsst ihr euch ein wenig so Barcamp endlich vorstellen, nur dass man vorher schon ein kleines Board erstellt, damit die Leute ein wenig so wissen, was auf sie zukommt. War aber heuer beim letzten Lerntag das erste Mal, dass einer spontan noch eine Session eingereicht hat. Auch eine schöne Geschichte war. Was ist, wir versuchen auch immer die Führungskräfte auf die Bühne zu bekommen, sagen, ihr seid Role Models. So, wieso sollen eure Leute was teilen, wenn ihr nicht teilt? Und der Form. Klappt manchmal gut, manchmal nicht so gut. Wir selber sind auch meistens auf der Bühne mit irgendwelchen Themen. Das ist dann, manchmal hat es mit Lernen zu tun. Manchmal war es ein Talk von mir mit einem Kollegen zusammen. Unterhaltsame und nachdenkliche Fehler in der Softwareentwicklung, also wo Menschen gestorben sind oder auch lustige Geschichten, wo beim Dämpfer Flughafen Koffer durch die Gegend geschossen wurden und an den neuen Dingen vorbei und so Zeug. Und, ja. Wunderschöne Geschichte, sucht doch die mal aus. Dämpfer Flughafen. Ja, wir haben, genau. Und daraus ist dann praktisch mehr oder weniger das Coding Festival entstanden. Es war irgendwie, ich bin manchmal ein bisschen flapsig und ich habe dann mal zur Assistentin von einem von unseren Entwicklungschefs gesagt, hey, pass mal auf, unser Lerntag war so geil, lass uns doch mal das Ganze fürs Haus machen, für die Entwicklung. Und irgendwie kam es dann eine Woche später zurück und sagte, ja, Chef hat gesagt, können wir machen. So, okay, cool. Ja, und dann, zack, haben wir das Thema. Ja, und dann, eine wunderschöne Geschichte. Wir haben jedes Jahr ein Motto. Dieses Jahr war es Green IT, war vor 2 Wochen jetzt mittlerweile. Wir haben am ersten Tag haben wir externe Speaker, wo wir auch namhafte Leute reinholen. Sam Newman war schon da, Lou Allen Falco, dann der, wie heißt denn der, von Team Topologies. Matthew Skelton haben wir jetzt diesmal gehabt. Eine Keynote war von, ging es über Green IT. Ja. Und am zweiten Tag versuchen wir, die internen Leute auf die Bühne zu holen. Waren auch über 20 Sessions, wo interne Leute das Wissen geteilt haben. Und am dritten Tag ist dann immer der Workshop-Tag, wo man sagt, Workshop, wo dann gemischt ist. Ist eigentlich nur für intern, also sind keine externen eingeladen. Es ist praktisch wie eine Konferenz, nur halt im Haus. Ne? Und 3 Tage. Das Feedback ist immer ziemlich gut. Der eine oder die andere sagte mir dann noch so, da war aber nichts für mich dabei. Dann denke ich mir, okay, wir haben ja vorher gesagt, Sessionwünsche, so kippt es ja ein, wer was hat. Und wenn nichts kommt, okay, können wir auch nichts machen. Ne? Und, ja, wie gesagt, schöne Geschichte. Vielleicht müssen wir mal an der Stelle erwähnen, dass das Schöne bei der DATEV ist mit solchen Aktionen, dass man, wie wir jetzt, das hast du so flapsig gesagt, ne, dann kommt der Chef und sagt, ja, macht mal. Dass man auch wirklich vom Management die Freiheit hat, sowas mal ausprobieren zu können. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und muss man wirklich auch erwähnen bei der DATEV, dass generell das Thema Lernen sehr hoch hängt oder sehr weit verbreitet ist und auch im Management gewollt ist.
und dementsprechend überhaupt so ein Möglichkeitsraum entsteht, so kleine Bewegungen, die man einfach mal in einer kleinen Abteilung ausprobiert und dann sagt, lass es uns einfach versuchen. Keiner weiß so richtig, ob es funktioniert und es ist auch eben nicht super ausgearbeitet, aber man kriegt wirklich diesen Vertrauensvorschuss, es einfach mal zu tun. Und wenn es funktioniert, das ist super. Und wenn es nicht funktioniert, das ist immer auch wieder bei dem Thema Fehlerkultur, ne? Dann entweder passt man es an und guckt, was hat denn nicht funktioniert, wie können wir es besser machen, oder man stampft es halt auch wieder ein. Also das sind jetzt die Sachen, die wir gar nicht so viel erzählen, aber zwischen den ganzen Formaten, die wir da oft ausprobieren, da ist natürlich nicht jedes Format, das wir probieren, ist dann yay und in der ganzen Date springen alle im Dreieck, sondern wir erzählen natürlich nur die Highlights. Vielleicht ein Beispiel dafür, wir haben eine Sprechstunde, wir beide, das ist immer dienstags eine halbe Stunde, wo alle wissen, zu dem Zeitpunkt können sie uns erreichen. Das hängt damit zusammen, dass als Corona anfing, also vorher waren wir alle beieinander gesessen an der gleichen Ecke, da war es einfach, wir waren Richtung Toilette hinten, also jeder kam irgendwie bei uns mal vorbei. Wir hatten auch so ein Schälchen. Und während Corona-Zeit war es dann immer so, die Leute waren alle daheim und dann war es halt schwieriger, auf uns zuzugreifen. Und wir hatten das, glaube ich, erst beim dritten Mal, glaube ich, hat das funktioniert. Ne? Wir haben 3 Anläufe gebraucht, um diese CLC-Sprechstunde zu etablieren. Also manchmal ist auch ein langer Atem notwendig, beziehungsweise manchmal war vielleicht auch nicht der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt. Und dass man einfach sagt, okay, gefühlsmäßig könnte es jetzt besser laufen. Also auch solche Sachen machen wir, dass wir dann einfach mal ein Viertel oder ein halbes Jahr später das Ganze nochmal aufsetzen und sagen, okay, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ne? Wo man dann auch ein Gespür, glaube ich, braucht für Situation irgendwo, für Kontext irgendwie, ja. So, und dann haben wir als letztes noch unsere Software Craft Community. Aha. Ich habe erst am Anfang ein bisschen so Zahlen, Daten, Fakten. Das ist also eine Community of Practice. Ich habe mit meinem Kollegen, mit dem Andi, der die damals gegründet hat, vor über 10 Jahren, eine Session gehalten von 2 auf 1024, was ja auch eine 2 hoch 6 oder 2 hoch 8 ist. Irgendwie von 2 hoch 0 auf 2 hoch 8. Und irgendwie war das eine witzige Geschichte, wo wir halt so einen ganzen Ablauf erzählt haben, wo der Andi am Anfang angefangen hat. Die waren zu 2, die haben sich mehr so also illegal getroffen. Also es gab keinen offiziellen Auftrag damals vor 10 Jahren. Ne? Da gab es wirklich so Aufträge. Passwort, genau. Ja. Und dann durfte er 10% von seiner Zeit durfte er verwenden und er sagt immer, er ist ganz schlecht im Prozentrechnen. Also, wir haben mittlerweile 1400 Menschen im E-Mail-Verteiler, haben 50 bis 70 Veranstaltungen im Jahr. Wir hatten die Woche eine relativ große, über 420 Leute da und 65 Fragen bei Q&A, wo wir dann gesagt haben, okay, also die Session werden wir in einem Vierteljahr nochmal wiederholen, wenn so anscheinend Bedarf da ist. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Formate, die wir anbieten. Also wir sind so eine Orga von 5, 7, 8 Leuten, das schwankt manchmal. Jetzt kommt wieder das Coterie-Team dazu, sind es wieder 4 Leute mehr. Dann irgendwann sagen die wieder, okay, jetzt machen wir wieder Pause, dann gehen die wieder raus. Also ist alles so dynamisch. Ja, Formate zum Beispiel, könnt ihr euch vorstellen, ganz normale Vorträge, dann eben dieser Coterie. Also es findet meistens dann am Samstag statt, gibt einmal im Jahr im Oktober oder November den Global Day of Coterie, wo Entwickler weltweit coden. Es ist immer die gleiche Übung. Also jedes Mal die gleiche Übung und nichts anderes. Und man kann aber jedes Mal mit jemand anders sich zusammensetzen und diese Übung umsetzen, mal eine andere Sprache ausprobieren, mal eine andere Entwicklungsumgebung ausprobieren. Und es gibt die sogenannten Constraints. Das heißt, es gibt eine Session, das ist die Mute-Session, da darf keiner miteinander reden. Das heißt, man kann nur über den Code kommunizieren. Man übt praktisch Naming. Und es ist dann ein totaler Quatsch, eine Variable mit i, also mit int i irgendwie zu bezeichnen, ne? Weil dann weiß niemand, was das ist. Dann heißt halt die Anzahl der Personen im Haushalt oder irgend sowas. Ne? Dann weiß der oder die gegenüber oder der neben einem sitzt sofort, ah, okay, das ist damit gemeint. Ne? Also, und macht immer Heidenspaß. Und das ist aber auch eine Ecke, wo wir unsere Entwicklungschefs einmal mitgenommen haben, wo wir gesagt haben, schaut euch das mal an, kommt vorbei. Und einer von unseren damaligen Entwicklungschefs hat sich sogar mal für eine Session zum Entwickler dazugesetzt und hat mit ihm gecodet. Und das war damals so eine richtig schöne Erfahrung für beide irgendwo. Ne? Ja. Ja, wir sind offen für alle. Nee, das SCC-Kino möchte ich vielleicht noch erwähnen, weil es auch ein schönes Format ist. Machen wir nur vor Ort, also gibt es nicht online, weil es ist irgendwie doof, glaube ich, wenn man gemeinsam ein Video anschaut und hinterher darüber diskutiert, sondern das vor Ort. Gibt es manchmal Popcorn und Cola, glaube ich, machen die Kollegen immer. Und auch ein Format, was eigentlich relativ gut läuft. Ja. So, Kollege sagt immer, wir sind offen für alle, die an Softwareentwicklung interessiert sind. Also auch, wenn der Koch in seiner Freizeit JavaScript macht, dann darf der auch bei uns vorbeischauen. Also wir haben da keine Reglementierungen, ne? Also jeder, der daran interessiert ist, und bei den 1400 Menschen sind auch
ist auch mittleres Management dabei und wenn da interessante Session ist, dann kommen die auch. Wir zeichnen alles auf oder nach Möglichkeit fast alles auf, legen das auf dem Videoserver ab, dass die Leute auch nachträglich drauf schauen können und auch die Geschichte, wenn das Thema gerade nicht passt, ne? Wenn man sagt, okay, na, jetzt passt nicht, das brauche ich ja schon im Viertel oder einem halben Jahr, dann gibt es immer noch die Videos, wo man sich das dann nachträglich anschauen kann. Ja? Würfel, genau. Ihr seid ja in der Abteilung oder in dem Bereich, der extrem vom Fachkräftemangel, also vom Kräftemangel, ihr seid in einem Fachkräftemangel. Wie sehr dürft ihr, könnt ihr dieses Thema in Sache Employer Branding nutzen? Weil, also ich stelle mir vor, dass es gerade für Entwickler, für Techies ein absolutes Go ist, sich sowas anzuschauen, zu sehen, wie ihr agiert, wie ihr Lernen mit Technologie verbindet. Hm. Dürft ihr das? Macht ihr das? Ja, wir machen es insofern. Was heißt Branding? Es ist eine zweischneidige Geschichte. Wir verstehen uns als Community. Das heißt, wir gehen ja auch zu anderen Communities, besuchen die und saugen Wissen ab. Das heißt, wollen wir auch als Dativ-Community auch Wissen weitergeben. Das heißt, alle Sessions, deren Inhalt nicht vertraulich ist, die machen wir auf. Das heißt, dann geht über unseren Twitter-Account was raus und wir haben seit kurzem auch einen Auftritt auf LinkedIn und über die Sachen gehen wir raus und da gibt es immer so über Tito 100 Tickets, kostet immer nichts und es gibt auch keine Werbemails, da bestehen wir drauf, keine Jobangebote, sondern wir verstehen uns als Community. Also dafür nutzen wir es. Und indirekt ist es natürlich auch Marketing, Branding, ne? Irgendwo indirekt. Aber das ist nicht unser allererstes, sondern wirklich erst bei Community. Und dass das andere dann mit abfällt, ist für uns auch okay. Wären wir uns nicht dagegen. Ja. Ja. Gut zum nächsten Punkt. Aber Patrick hat eine Frage, genau. Ja, nur eine Frage ganz kurz. Wie macht ihr Content Creating? Das heißt, wie kommt ihr überhaupt an Inhalt für eure Sessions? Ja, am Anfang war das immer noch ziemlich schwer. Wir mussten auf Leute zugehen. Und wir haben einfach sowas wie einen Tracker angelegt, da kann jeder ein Ticket einkippen. Wir sagen immer, ihr bringt den Content und wir machen den kompletten Rest. Also die Hürde für die Menschen, zu uns zu kommen, ist klein. Einfach nur ein Ticket anlegen und nur der Inhalt. Und wir machen Einladungen, wir machen alles komplett, den kompletten Rest. Wir kümmern uns um alles. Die müssen nur auf die Bühne kommen, müssen ihr Wissen teilen. Ja. Aber es sind alles Leute aus der Dativ. Also das sind einfach Menschen, die selber, nicht immer, genau, aber meistens die intrinsisch motiviert entweder was mitbringen aus irgendeinem Talk, den sie gehört haben, oder aus ihrer Arbeit, aus ihrem Arbeitsumfeld oder auch aus irgendwelchen anderen Gruppierungen. Und die kippen dann selbstständig diese Themen ein und sagen, Mensch, das ist was, das könnte die anderen auch interessieren. Also eigentlich wirklich genauso, wie man sich ein bisschen erhofft. Das kommt aus den eigenen Reihen. Und manchmal werden natürlich auch Wünsche geäußert, auch da. Ne? Oder Mensch, ich habe da einen gehört, den sollte man mal auf die Bühne holen oder das wäre vielleicht interessant für alle. Dann sind das auch Externe, die da mal als Speaker engagiert werden. Aber der Hauptgrund, das verrate ich euch unter der Hand, sind die Badges auf Confluence. Jeder, der auf die Bühne kommt, bekommt Badges. Und für uns Entwicklerspielkinder ist das eine coole Geschichte. Okay, ja. Wir haben, glaube ich, also nagel mich bitte nicht auf die Zahl fest, ob das jetzt 1, 3, 5, 8, 10 ist oder so, sondern wenn du einmal auf die Bühne gehst, bekommst du, glaube ich, einen bronzenen Badge. Wenn du mehrmals auf der Bühne warst, bekommst du einen silbernen Badge und irgendwann gibt es Gold-Badge. Das ist nur in dem Profil sichtbar. Genau. Also das ist ein virtuelles Stempel, ne? Eine Medaille. Genau. Die Badges sind nur online sichtbar. Sind quasi Online-Medaillen. Ja. So, dann habe ich. Wie habt ihr das zum Fliegen gekriegt? Kannst du bitte nochmal wiederholen? Wie habt ihr das zum Fliegen gekriegt. Also damit meine ich, dass eure Kollegen wirklich auf euch zukommen, sich selber beteiligen und sei es vielleicht auch erstmal in Anführungsstrichen nur damit, dass sie euch Themen nennen und dass sie überhaupt mitmachen. Das finde ich, das frage ich mich tatsächlich. Also die ersten paar Jahre, meine beiden Kollegen, die das initiiert haben, sicherlich ziemlich geflucht, weil da war es nicht ganz so einfach, aber mittlerweile, also Selbstläufer ist es übertrieben. Aber die Leute erkennen ja den Sinn dadurch, dass sie selber Wissen bekommen. Und dann ist es auch so, dass wir aber auch den einen oder die andere ansprechen und sagen, pass mal auf, dein Thema wäre super für uns.
wenn das mehr in die Breite geht, beziehungsweise was auch ist, mittlerweile nutzen zu uns Einheiten aus dem Haus, die kommen auf uns zu und sagen, wir haben ein Thema, was wir im Haus verbreiten möchten, können wir bei euch bitte auf die Bühne gehen? Und da sagen wir natürlich nicht nein. Und das ist auch nicht eine schöne Geschichte, das heißt, das ist so, hat sich auch nach und nach entwickelt. Ne? Anfang waren es immer die gleichen drei Nasen, die auf der Bühne waren, so ungefähr. Und jetzt ist es aber so, dass wir doch wesentlich breiter aufgestellt sind. Und das ist eigentlich, wie gesagt, coole Geschichte. Oder es kommen auch Externe auf uns zu und sagen, hey, wir haben mitgekriegt, dass das ganz cool läuft bei euch und ich würde gerne mal zu euch auf die Bühne gehen. Können wir das machen? Mit Externe einladen? Sagen wir, klar, natürlich. So, jetzt haben wir noch, sind wir gleich fertig. Unsere Schlagwörter, we care, we learn, we care, we practice, we share. Also das heißt, wir eignen uns Wissen an, wir care, wir sorgen uns um unseren Code, dass der sauber ist, wattbar ist, lesbar ist. Weil Code wird ja, glaube ich, zu 80-90% gelesen und nur zu 10% geschrieben, so ungefähr. We practice, wir üben auch, weil niemand von uns wird sich vom Herzspezialisten operieren lassen, wenn dann der 2 Stunden vor der OP sagt, ey, du bist mein Erster. Sondern die üben ja erstmal fest, die haben Schweineherzen, hat er mittlerweile hoffentlich im Metaverse. Oder auch der Carlos Santana kam ja auch nicht auf die Bühne, also ist auch nicht dafür aufgewacht und sagt, ich bin getan, Gott, ich gehe auf die Bühne, sondern der hat sicherlich einiges an Seiten und Black 3 in seinem Keller durchgespielt. Deswegen ist Üben auch wichtig. Ich weiß nicht, wer den Fefe von euch kennt, vom Chaos Computer Club. Ja, schaut euch mal den Blog an. Der Blog ist rudimentär, wie aus den 80ern so ungefähr. Ne? Also, und der Fefe hat mal auf einer Session gesagt, gebt den Leuten Zeit zum Üben, weil wenn sie die Zeit nicht bekommen, dann üben sie in den echten Projekten und die werden dann scheiße. Und ich glaube, da ist manchmal auch was dran an der Geschichte. Natürlich nicht immer, ne? Manchmal. Und was auch ist, wir haben auch, glaube ich, Kultur im Haus verändert. Also wir haben auch manchmal Grenzen verschoben. Wie zum Beispiel, dass wir jetzt unsere eigene Seite auf LinkedIn haben. Das gab es vorher eigentlich nicht so, solche Geschichten. Oder auch mit dem Aufnehmen. Da haben wir zum 5-Jährigen von unserem Entwicklungschef damals haben wir so ein Aufnahmegerät bekommen, damit wir unsere Sessions aufzeichnen können. Und das war schon irgendwie eine coole Geschichte, ja. Frage, so, das war's von unserer Seite aus. Vielen Dank. Ja, gern. Ah, okay. Und zwar, gerade weil du das Thema Sharen, also auch das Teilen von dem Wissen angesprochen hast. Die Voraussetzung dafür ist ja auch, dass das Wissen, das in dieser Community ja, geteilt wird, dass das dann auch gesichert wird. Und wie macht ihr das, dass es nicht dann irgendwie eine 50-Seiten-PDF wird, sondern halt, dass das wirklich so anwendungs- oder nutzerorientiert gespeichert wird? Wir haben für jedes Event, was bei uns gibt, eine Seite auf Confluence. Mhm. Und auf dieser Seite kommt das Video drauf, kommt PDF drauf und eventuell noch weitere Fragen. Und bei der Session am Montag mit den vielen Fragen, die konnten gar nicht alle beantwortet werden in der Zeit, wurden die Fragen alle auf die Seite kopiert und die Kollegen, die drei, die da waren, haben alle Fragen noch schriftlich beantwortet hinterher. Also solche Geschichten. Also das heißt, Medium bei euch ist dann also Confluence mit einer Seite. Da ist Video und dann Textformat. Genau. Wir haben aber auch auf unserem Videoserver einen eigenen Kanal mit mittlerweile 150, 160 Videos. Irgendwie. So, wir haben noch eine Frage. Warte, Max. Ja. Was bedeutet für euch auf der Bühne sein? Ach so, eine Session halten. Auf der Bühne, genau. Wir haben, wie gesagt, diese 50 bis 70 Veranstaltungen im Jahr und auf der Bühne ist das halt jemand eben spricht. Wir haben ein Streaming-Teil, kann man sich so ähnlich vorstellen wie Twitch. Also alle, die auf der Bühne sind, sehen den Rest nicht. Deswegen sagen wir mal Bühne. Und ja. Ich hoffe, das war verständlich. Okay, gut. Dann Dankeschön. Ja. Ich hätte vielleicht noch einen Satz zur Softwarecraft, weil ich glaube, da sind jeder mit vertraut. Deswegen muss man sich vorstellen, wie so in Richtung Handwerk, wie die Handwerksmeister im Mittelalter so streben nach Mastery, dass man jeden Tag ein bisschen besser wird, dass man wie die Steinmetze von Ort zu Ort zieht, auf der einen Seite was Wissen aufnimmt, im nächsten Ort Wissen abgibt, so in der Form. Das steckt da ein bisschen mit dahinter. Und dass man auch Sachen wie statische Code-Analysen anwendet und auch reinschaut und seinen Code dadurch immer besser macht. So, vielen Dank. Ich glaube, das meldet sich noch jemand. Oh, mein Akkustand ist niedrig. Ich bin gleich weg. Ich bin, glaube ich, gleich weg. Ah, ich glaube, Sie wollen. Ich glaube, Sie wollen applaudieren. Genau. Okay. Also eigentlich sind jetzt ja noch wieder 5 Minuten Brainstorming geplant, wenn ihr braucht oder
auch hier im Raum braucht, weil es doch recht warm ist hier ein bisschen. Und dann würden wir aber gerne mit euch eben noch diese zwei Ansätze vergleichen, diskutieren. Was fandet ihr gut? Was könnt ihr bei euch vielleicht selber feststellen, wo welcher Ansatz gut funktioniert? Was sind Hindernisse? Was sind Chancen? Wir haben das schon im Vorfeld recht oft diskutiert, aber sind natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Eigentlich ist es aus, ja. Genau, das ist der Punkt. Genau, wir sind zeitlich mit den Präsentationen etwas drüber geraten. Das lag natürlich auch an uns, weil wir ein bisschen mehr Fragen dann auch noch zugelassen haben dann. Aber wir haben schon gesehen, dass ihr auf dem Konzeptboard schon auch im Brainstorming-Part schon schöne Sachen ergänzt habt. Vielen Dank dafür. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr zumindest, da wir jetzt nicht mehr so in die Diskussion im Detail einsteigen können, weil es geht bis 14:45 und wir wollen euch auch nicht mehr Zeit klauen und ihr auch euch die Pausen lassen natürlich, wäre es schön, wenn ihr vielleicht Vor- und Nachteile, die ihr bei beiden Ansätzen gesehen habt, auf dem Konzeptboard ergänzen könntet. Das würde uns auch schon helfen, weil wir machen garantiert ein Lessons Learned im Nachgang. Und wenn wir da schöne Punkte von euch finden würden, die ihr alle teilgenommen habt, wäre das richtig toll. Ihr habt ja den Link und wir würden uns freuen, wenn ihr da nochmal Vor- und Nachteile ergänzen würdet. Und dann würden wir im Nachklapp das mal machen. Vielleicht lohnt sich dann sogar, dass wir die Punkte besprechen und das aufzeichnen und euch wieder bereitstellen dann im Nachgang. Das könnten wir mal drüber nachdenken, oder? Also ein kleines Teams-Recording machen. Weil dann verlagern wir es so ein bisschen wirklich in dieses Lost Con Circle-mäßige. Ne, wir machen die Diskussionsrunde zu einem kleinen Circle und stellen euch vielleicht im Nachgang noch eine Doku dann mit unserem Feedback bereit. Das geht aber natürlich nur, wenn ihr noch ein paar Vor- und Nachteile auch eintragt. Insofern mache ich noch mal ein bisschen Werbung jetzt. Nutzt die Zeit gerne noch, wenn ihr wollt, und tragt noch ein paar schöne Punkte ein. Das würde uns freuen. Aber wer direkte Fragen hat, ich glaube, bist du noch ein paar Minuten da. Genau, Weg, oder? Und jetzt noch. Marcel wahrscheinlich auch, ne? Etwa 3 Minuten könnt ihr gerne noch jetzt Fragen stellen. Und wie 3 Minuten? Die haben wir auf jeden Fall noch. Ja, ich muss ja Timekeeper machen. Ja. Ungern, aber es geht ja nicht anders. Habt ihr noch offene Punkte, Fragen? Oder wollt ihr die Zeit noch nutzen, um ein paar Sachen einzutragen, wie ihr möchtet? Würde uns sehr freuen. Ja? Okay. Gerne. Vielen Dank auch an euch. Dankeschön, dass ihr da wart.